Leistung Griffels auf Wales, der Linienrichter auf unserer Seite, hatte die Fahne hoch und Link hat prompt reagiert. 3:2, aber das hätte natürlich ins Auge gehen können. Zu spielen noch 4 Minuten im Wankdorf-Stadion in Bern, im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Und die deutsche Mannschaft hat etwas nervös, verständlich natürlich in diesem Augenblick, eine Situation vergeben und dadurch rutscht der Ball ins Aus. Einwurf für Ungarn in der Höhe der Mittellinie. 2:0 führten die Ungarn, 8 Minuten. Jetzt steht es 3:2 für Deutschland. 8 Abwehrspieler im weißen Jersey, also im Nationaldress unserer deutschen Elf, verteidigen den eigenen Strafraum und schlagen den Ball weg. Und Schäfer zeigt beruhigend mit den Händen zu seinen Kameraden, als wollte er sagen, jetzt Nerven behalten. Der einzige Stürmer, der jetzt vorne ist, ist Fritz Walter. Die Ungarn auf der eigenen Hälfte heraus schlagen den Ball nach vorne. Und Tine Kuti, aber Thüringer Bude hat gehalten. Tine Kuti hatte den Ball mit dem ausgestreckten Bein verlängert. Und im Eck, da lag Turek, vielleicht wäre der Ball vorbeigegangen, aber besser ist besser. Und er hat den Ball genommen, hat ihn abgeschlagen. 3 Minuten im Wankdorf-Stadion oder 2,5 zu spielen. Und Rahn marschiert los. Rahn an Schieber vorbei, an Lantosch vorbei. Lantosch kommt noch einmal. Rahn bleibt im Ballbesitz. Spielt zurück zu Fritz Walter. Fritz Walter, der Kapitän in der halbrechten Verbindung. 30 Meter vom Ungarn zu entfernen. Morlock schießt den Ball hoch auf das Tor. Aber 2 Meter über die Querlatte, Abschlag vom Tor der Ungarn. Daumen drücken, Daumen drücken. 3:2 für Deutschland im Spiel gegen Ungarn, das seit 4,5 Jahren kein Länderspiel mehr verloren hat. Und Deutschland stürmt. Die Zuschauer gehen mit, sie feuern unter Elf an auf die Schweizer. Und man weiter schießt am Tor vorbei. Auf 30 Metern hat er abgefeuert. Der Sekundenzeiger, er wandert so langsam, wie gebannt starre ich hinüber. Geh doch schneller, geh doch schneller. Aber er tut es nicht. Er geht mit der Präzision, die ihm vorgeschrieben ist, wandert er voran. Und jetzt noch 1,5 oder 2 Minuten. Deutschland führt 3:2, aber Deutschland greift an. Auf dem rechten Flügel steht Morlock. Wunderbar, dass die Mannschaft nicht nur defensiv spielt, sondern dass sie jetzt auch sogar noch stürmt. Schäfer, der links außen, am rechten Flügel, im Strafraum, hat den Ball, könnte zu Fritz Walter spielen. Aber Fritz Walter hat um Zentimeter den Ball verfehlt und die Ungarn spielen sich frei. In der vorletzten Spielminute stürmt Ungarn durch Hidekutti. Aber Morlock bremst ihn aus der Mittellinie. Eckel auf Kaiserslautern am Ball, spielt quer hinüber zu Rahn. Rahn mit einer souveränen Ruhe, abgespielt zu Schäfer. Schäfer sagt, lasst ihr Zeit. Jetzt spielen die Deutschen auf Zeit. Trotzdem kombinieren sie doch schön. Fritz Walter zu Schäfer. Schäfer in Rechtsaußenposition. Könnte da innen flanken. Schießt. Aber er schießt an das kurze Außennetz. Es gibt Abschlag vom Tor der Ungarn. Vielleicht lässt der Schiedsrichter auch nachspielen. Wegen der einen oder zwei Verletzungen, die passiert sind. Die Ungarn sind völlig aus dem Häuschen. Deutschland ist wieder im Ballbesitz. Rahn hat den Ball bekommen. Rahn spielt zu Fritz Walter. Ball verfehlt. Puskás am Ball im Mittelkreis. Aber Ecke springt dazwischen, hat abgewehrt. Die ganze deutsche Mannschaft setzt sich ein mit letzter Kraft, mit letzter Konzentration. Ottmar Walter fällt hin. Boczek an 2 Deutschen vorbei. Jetzt haben die Ungarn eine Chance. Spielen ab zum rechten Flügel. Schieber, jetzt der Schuss. Gehalten von Doni, gehalten! Und Puskás, der Major, der großartige Fußballspieler aus Budapest, er hämmert die Fäuste auf den Boden, als sollte er sagen, ist denn das möglich, dieser 7-Meter-Schuss? Es ist wahr, unser Toni hat ihn gemeistert und die 45. Minute ist vollendet. Es kann nur noch ein Nachspielen von 1 Minute sein. Deutschland führt 3:2 im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, aber es droht Gefahr, die Ungarn auf dem rechten Flügel. Fritz Walter den Ball über die Außenlinie ins Ausgeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen. Der ist ausgeführt, kommt zu Boczek. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern. Thank you.
nach diesen 30 Sekunden, die Sie dem Reporter verzeihen müssen, ja bitte müssen, denn Sie können sich nicht vorstellen, was hier los war, wollen wir versuchen, in normaler Lautstärke und einigermaßen ruhig Ihnen das weitere Geschehen hier zu schildern. 100, 200 Fotografen auf dem Spielfeld. Angehörige der Schweizer Armee bilden mit einem Seil ein Karree.